Hallihallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Jetzt habe ich vergessen, dass ich das mache. So, in diesem Video geht es darum, ich möchte euch gerne meine Gesichtsreinigungsroutine zeigen, das was ich jeden Abend und jeden Tag in der Früh durchführe. Und damit fange ich jetzt gleich an und das erste was ich tue, ich mache mal einen Zopf. Ich habe mir nämlich doch das drei jetzt einfach mal, weil das ist eigentlich voll die coole Idee. Und ja. So, da mache ich mir da einfach einen Zopf und dann kommt natürlich mein wunderschönes Gesichtsband. Das, was so sexy ausschaut, Wahnsinn, aber egal. So, ich habe mir schon alles hergekriegt, also die ganz normale Gesichtsbürste und das andere Zeug, was ich dann benutze, zeige ich. Also, ich tue erst einmal meine Brille runter und tue das über. Und zwar, dann mache ich einfach mal meine Gesichtsnase. Dann tue ich ein bisschen die Gesichtsreinigungsbürste anfeuchten. Und dann starte ich eigentlich schon, indem ich einfach da Gesichtsgel rauf tue. Und zwar dann tue ich einfach da ein bisschen was rauf und dann massiere ich es einfach in die Haut rein. Das Gesichtsgel, das ist von Garnier, das ist das Skin Active. Und ja, das massiere ich dann wirklich ein paar Minuten, oft sogar 5 Minuten wirklich ein. Überhole mit der Gesichtsreinigungsbürste und wenn ich das dann halbwegs einmassiert habe, nehme ich die Peeling-Seite und tue das nochmal richtig gescheit reinmassieren. Natürlich ist es jetzt nichts relativ Gutes, wenn man keine so eine elektrische Reinigungsbürste hat, aber ich finde, das geht auch mit denen so gut. Dann wasche ich nochmal die Gesichtsreinigungsbürste richtig gut aus. Dann wasche ich es noch kurz runter. Dann will ich einfach mein Gesicht mit ganz normalem Pompe abwaschen und dann kommt eigentlich schon der coolste Teil, was ich am liebsten mag. Und zwar, ich nehme nämlich immer das Gesichtwasser von Neutrogena, das Antimitt-Essenz mit Alkohol und das, Wahnsinn, das tut so brennen auf der Haut, aber das ist so ein cooles Gefühl, weil du einfach weißt, dass die Pickel da weggängern. Und dann fahre ich da einfach über die komplette Haut drüber und auch bei den Ohren ein bisschen, weil ich da oft ein paar so Mitesser kriege. Und dann fahre ich einfach überall um. Ich muss auf den Spiegel oben auch schauen, weil ich sehe ja ohne Brille nicht so viel. Und ja, wirklich überall ganz gut. Dann schmeiße ich das weg. Und dann lasse ich das meistens ein paar Sekunden einwirken und dabei tue ich so, weil ich das irgendwie, keine Ahnung, ungewohnt habe, keine Ahnung wieso. Dann nehme ich mir meine Augencreme, die von Louis Vuitton, da nehme ich ein bisschen was auf die Finger, ganz wenig, und tue einfach da unten so verteilen, tue auch oben am Lid ein wenig. Und ja, das verhindert einfach, dass man Augenringe kriegt. Ich schreibe auch die Produkte, die ich benutze, dann in die Infobox mit rein, dass, wenn es euch interessiert, könnt ihr es gern kaufen. Die Augencreme von Louis Vuitton, ich weiß leider nicht, wie man das ausspricht, das tut mir leid. Die kostet leider sehr viel. Ich glaube, die kostet zwischen 30 und 40 Euro. Aber die ist einfach für mich die perfekte Augencreme. Die nehme ich auch eben, wie gesagt, für meine Narben her. Und dann nehme ich noch ein bisschen Gesichtscreme und das verteile ich da überall. Und ja. Dann tue ich das auch nochmal beim Handtuch. Dann mache ich es zu. Dann tue ich wieder mein Gesichtstuch runter. Und dann setze ich wieder meine Brille auf, dass ich wieder was sehe. Dann mache ich meinen Zopf auf. Das ist halt immer die Gesichtsreinigungsroutine, was ich am Abend mache. Mein Gesicht, wie man es auch sieht, das glänzt voll. Das ist ganz normal nach der Gesichtscreme und so. Und dann über meine Haare komplett durchbürsten. Was ich dann auch oft tue, ich habe mir zum Beispiel nämlich heute die Haare schön lockig gemacht, weil ich bei Naturlocken, und wenn ich es dann durchführe, sieht es aus wie so ein Pudel. Aber das muss einfach sein. Und was ich dann auch oft tue, dass ich dann mit einer dünneren Bürste nochmal durchgehe, weil der Tangle Teaser bringt leider den Filz, finde ich meiner Meinung nach nicht so gut aus, und dass eben nicht so Filz entsteht, die da auch nochmal wirklich durchfrisieren. Und wenn ich dann daheim bin, dann lasse ich meine Haare so, weil es mir egal ist, und wenn ich wohin gehe, dann bitte ich mir es entweder zusammen oder glätt. Ja, das war meine Gesichtsreinigungsroutine, ist relativ schnell, dauert vielleicht 5 Minuten oder so. Aber ja, ich zeige euch jetzt nochmal die Produkte, die ich verwendet habe, und schreibe es in die Infobox rein. Also das quasi Reinigungsgel ist eben von Garnier, Skin Active. Da kommt man relativ lang damit aus.
Dann mein Gesichtsreinigungswasser ist das Antimitwasser von Neutrogena, da kommt Malung aus. Das gebe ich einfach auf ein Wattepad und verteile es auf dem ganzen Gesicht. Dann eben nur die Gesichtsreinigungsbürste von Balea, vom DM und was ich dann auch noch habe, den nehme ich auch ab und zu. Das ist so ein Pinsel, ich glaube, den habe ich beim Amazon oder in einem Set um 20 Euro oder so gekauft. Und da tue ich eigentlich die ganze Maske und so verteilen und so. Aber heute habe ich keine Maske rauf, weil ich gestern noch nicht rauf da habe. Und dann habe ich noch meine Gesichtscreme von BB. Die ist auch voll gut und die ist eben für Intensivpflege, speziell für trockene Haut. Und dann habe ich mir noch mein allgeliebtes Augencreme von Louis Wittmer. Ich weiß leider nicht, wie man das nennt. Auf alle Fälle, es tut mir recht, wirklich recht herzlich leid. Das tut mir eben unter die Augen und das verhindert eben Augenringe und so und ich gebe es eben auf meine Narben hinauf. Und irgendwas würde ich nur sagen, und zwar, falls euch nicht auffällt, mir kommt eben vor die braune Haut und das hängt an dem, dass ich voll die geile Bodylotion habe. Und die hole ich jetzt kurz. Und zwar, das ist das Isana Body Lotion Lovely Sun. Das hat einen leichten Bräunungseffekt. Und wenn man die eben aufgibt nach dem Duschen, dann merkt man, das ist wirklich leicht braun, die Haut. Aber es entstehen keine Flecken oder keine so, keine Ahnung, so Züge oder weiß ich nicht, wie man das nennt. Auf alle Fälle ist das voll cool, wirklich. Und ich glaube, das kostet 1 Euro oder so. Ich bin fasziniert von dem Ding. Wahnsinn. Ja, das war eigentlich mein Routine-Video für einen Abend und in der Früh. Macht es jeden Abend und in der Früh. Wenn ihr euch einmal wünscht, dass ich mal Morgenroutine oder Abendroutine trage, generell, schreibt es mir gerne in die Kommentare unten rein. Und ich werde die ganzen Produkte in die Infobox schreiben. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Genießt den Tag und bis bald. Ciao.